Moinsen und herzlich willkommen zu einem Let's Play Minecraft. Ja, ich habe ja schon mal ungefähr 5 Folgen gemacht, aber ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Beta-Zeit das noch war. Inzwischen sind wir in Minecraft Beta 1.9 Pre-Release 5 und damit beginnt sozusagen bei mir die zweite Staffel Minecraft. Yay, die erste war gerade mal 5 Folgen lang, die zweite wird ungefähr etwas länger, hoffe ich zumindest. Ich habe das Spiel jetzt auf 1280x720. Das sieht extrem scheiße aus auf meinem riesen Bildschirm. Aber Minecraft sieht da auch nicht toll aus. Wie ihr seht, habe ich überhaupt gar nichts. Warum? Weil ich zwischenzeitlich meinen PC komplett neu aufgesetzt habe, damit mein kompletter Minecraft-Ordner gelöscht wurde und ich damit keine Welten mehr habe. Und ich natürlich auch überhaupt kein Backup gemacht habe. Naja, wen interessiert das auch? Ich möchte überhaupt gar nichts haben. Ich habe hier auch nur das Default Texture Pack. Für euch gilt es wieder, schreibt mir eure Texture Packs, die ihr mir empfiehlt, unten in die Kommentare. Das ist erstmal für das erste Video eine Aufgabe an euch. Und zwar werde ich jetzt das folgendermaßen machen. Ich werde jetzt eine neue Welt erstellen. Diese nennen wir Let's Play World. Okay. So, Game Mode haben wir zur Auswahl, Survival, Hardcore, Creative. Creative ist scheiße, habe ich schon ausgetestet, also macht mir überhaupt keinen Spaß, da irgendwas rumzubasteln, dafür muss ich irgendwie Ideen haben, habe ich nicht. Survival ist cool und Hardcore ist obergeil. Hardcore werde ich jetzt aber nicht spielen, weil ich keinen Bock habe, nach einem Tod tot zu sein. So, deswegen Survival. More World Options. Mein Seed wird sein, ja, wir haben, keine Ahnung, was haben wir hier rumliegen? Wir haben hier irgendwas Tolles, wir benutzen einfach mal irgendeine Zahlenkombination. Pass auf, ich drücke jetzt hier irgendwas. So, und machen ABC am Ende. So. Generate Structures sind auch on. World Type Normal. Klicken wir auf Done. Klicken wir auf Create New World. Ja, und schwuppsiwupps wird die Welt generiert. Da das bei meinem Prozessor, den ich jetzt habe, gleich etwas sehr krass laggen wird, vor allem wenn ich frapsen werde, werde ich, glaube ich, gleich Pause machen. Freunde, also kurz nur pausieren. Und das ist ja schon mal eine geile Welt. Also es ist, oh, scharf. Gib her, gib. Alter. Ach, fuck, ich brauche hier so eine Schere, um da Wolle zu kriegen, oder? Ich mach einen Test. Ich hau einen Schaf tot. Komm. Stirb. Du. Komm. Boi. Stirb, Schaf. Oh, hier sind Tintenfische oder sowas im Wasser. Nein! Wo ist meine Wolle? Oh, es gibt Erfahrungspunkte fürs Töten von Monstern. Geile Sache. Egal. Als erstes in Minecraft sollte man ja immer cool sein und sich hier Holz abpflücken. Ihr kennt das ja schon aus der ersten Episode. Wir machen das jetzt einfach. Wir sind hier irgendwo direkt an dem Spawnpoint. Ich habe jetzt auch noch keine Mods installiert. Ich werde wie im ersten Teil mir auch die Minimap wieder zulegen auf alle Fälle. Also ich habe jetzt Ewigkeiten kein Minecraft mehr gespielt. Von daher habe ich auch überhaupt keinen Plan von gar nichts. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was es gibt. Es sollen irgendwie 1000 neue Items dazugekommen sein. Ich habe mir das jetzt im Vorfeld auch nicht vorgelesen, aber ich mag die Insel hier. Ich habe überhaupt keinen Plan, wo ich bin. Das sieht mir wirklich so nach einer verfickt kleinen Insel aus. Und ja, es laggt, Freunde. Das liegt jetzt daran, dass gerade die Welt generiert wird, würde ich einfach mal ganz grob schätzen. Ich bin also auf einer Insel gelandet, wo es gar nichts gibt hier. Das ist für mich persönlich sehr witzig. Weil ich natürlich so, ja, jetzt hier erstmal mich kurz aufbauen kann und irgendwas erreichen kann. Ich weiß überhaupt nicht, also ihr könnt mir mal sagen, wofür gibt es hier überhaupt EP? Also ich habe jetzt festgestellt, ja, fürs Dingsen gibt es EP, also für Monster töten und Tiere töten gibt es EP. Es gibt, keine Ahnung, wofür gibt es noch EP? Was bringt mir EP? Was bringt mir das, wenn ich Level abkomme? Hat das irgendwelche Vorteile? Sterbe ich dann weniger? Habe ich mehr Leben? Keine Ahnung. Was passiert da? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe es überhaupt nicht verfolgt. Ich habe gestern wieder so in meinen Games-Ordner geguckt und ich habe ja die ganze Zeit Battlefield gespielt. Habe ja auch jetzt ein paar Gameplays gepostet und habe noch ein paar voraufgenommene, die ich noch an euch weitergeben werde. Die Tage. Also ich werde jetzt diese Woche jeden Tag ein Video hochladen, beziehungsweise ich werde alle heute hochladen und sie nur noch freischalten. Geil, oder?
Bin cool. Jetzt haben wir mal Rosen, weil Rosen finde ich toll. Und hier sind so viele Schafe! Oh mein Gott, ist das eine geile Insel. Ich brauch irgendeinen Platz, wo ich mich so einrichten kann. Ey, ich will Wassersicht haben. Also, Baum, du bist im Weg. Ich hätte ja Bock. Hier, ist ja schon irgendwie so ein cooler Platz. Ich bastel hier die Bäume weg jetzt. Und, die sind mir eigentlich zu hoch. Also, die Bäume. Die verstoßen gegen das Gesetz auf meiner Insel. Bäume dürfen nur bis zu einer Höhegröße von 25 Metern hoch werden. Und das ist schon zu hoch. Ja, Minecraft an sich, keine Ahnung, ich habe das nicht gespielt, ich habe das auch überhaupt nicht verfolgt. Ich habe ja früher jedes, oh fuck, jedes verfluchte Let's Play von Gronkh geguckt. I ist ja auch nicht mehr der Button für Inventar, das ist ja jetzt E. Muss ich ja gestern auch feststellen. Ich habe ja gestern mal kurz wieder gezockt. Deswegen kam ich jetzt auch auf die Idee. Und wir machen uns jetzt einfach mal 64 Holz. Die anderen behalten wir einfach mal so. Aus 64 Holz können wir gleich mal das erste Achievement rausbasteln. Also was jeder Minecraft-Spieler irgendwie kennen muss. Dafür müsste man jetzt eigentlich ein Achievement bekommen. Nix Statistik. Achievements. Ach, ich habe das schon, weil ich es gestern schon gemacht habe. Ja, wir müssen uns jetzt ein Schwert bauen, eine Hacke und ein Time to Farm. Ding hier, so eine Farm-Ding. Aber Achievements haben sie ja zum letzten Mal noch nicht wirklich dazugefügt. Also der Pfeil ist, glaube ich, neu. Furnace. Hier unten sind aber... ja, richtig viele Sachen, ey. Fuck. Enchanter, das heißt, das ist wohl schon etwas mehr dabei. Also machen wir jetzt einfach was Tolles. Und zwar sagen wir, hier kommt das hin, ne? Das wird jetzt unser zentraler Punkt. Und ich weiß gar nicht, wie es aussieht mit den Options. Das ist auf Peaceful, jetzt machen wir mal auf Easy hier, weil ich bin ja nicht so der Profispieler in Dings, ne? Und ich möchte aber schon ein paar Zombies hier haben und so und mich verteidigen müssen. Und deswegen weiß ich auch überhaupt gar nicht mehr, wie zum Beispiel Sticks ging so. Machen jetzt mal 16 davon. Und wie ging das denn mit dem Schwert? So ging ein Schwert. Ha! Siehst du? Habe ich gelernt. Wie ging das denn mit einer Hacke? Das war irgendwie so, oder? Ha, das Ding brauche ich auch. Gib her. Und das war so, ja. Genau so funktionierte das. Freunde, eine Schaufel ging irgendwie so, oder? Ja, genau, Alter. Cool. So, jetzt haben wir erstmal so ein paar Materialien uns zusammengeschustert. Das ist voll witzig, wenn man das Spiel lange nicht mehr gespielt hat. Dann hat man überhaupt keine Ahnung. Ach, eine Axt brauche ich noch. Richtig, eine Axt zum Fällen von Bäumen. Ah, halt, stopp, das ist gar nicht eh. Ich muss hier Rechtsklick drauf machen. So, so. Axt war irgendwie so, 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 das weiß ich noch. Da machen wir uns mal zwei Stück von. Damit ich hier die Bäume mal ein bisschen weg... klöppeln kann, damit ich mir Holz sammeln kann, bevor es dunkel wird, muss ich ja irgendwie noch mir eine Verteidigungseinlage einrichten. Hallo, klopft das doch mal schneller um hier, Alter. Scheiß Holzaxt. Da kann ich ja schon fast mit der Hand draufhauen. So, die Bäume sind mir hier ein bisschen zu hoch, aber ich mache die jetzt so erstmal, dass sie aus meinem Sichtfeld sind und irgendwann später haue ich die tot. Also komplett. Aber irgendwie sieht das voll geil aus. Und da hinten, ja, da hinten ist ein Berg. Ja, das sieht ja aus wie der Amazonas hier, das Amazonas-Delta oder was weiß ich hier irgendwie. Und es laggt. Es generiert Welt. Hilfe, es hat wieder was generiert. So. Du bist im Weg. Vielleicht kann ich das wegmachen, wenn ich mich auf die Kiste stelle und dann das noch machen. Na, egal. Gut, da, stirb! Ach, Blätter kann man auch irgendwie wegmachen. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie das ging. Ich gucke in Dings nach. Vielleicht Items. Vielleicht kann man hier... nee. Blocks. General. Nee. Achievements. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was ich basteln muss. Ich muss Fell sammeln von einer Kuh. Ich muss irgendwie ein Sniper-Duell. Ich muss Monster zerstören. Ich muss ein Furnace bauen. Schienen. Fisch sammeln. Oh, hier gibt's ja alles Mögliche. Ich brauche Holz. Also wir können uns auf alle Fälle hier schon mal wieder ein bisschen Holzplanken zurechtschnibbeln. So, haben wir hier noch Holzplanken? Würde ich mal fast schon schätzen, ja. Daraus basteln wir uns jetzt
vorerst erstmal ein Quartier, bevor ich den kapiere. Also das werde ich gleich nachgucken. So wegen Dings. Wegen Schere für Schafe, wie man Schafe schert. Muss ich ja irgendwie kapieren. So eine komische Box, geh mal weg jetzt hier, weil du störst mich beim Hausbauen. Geh weg. So. Also wir bauen uns jetzt echt so, nur so einen kleinen Mini-Bunker. Keine Ahnung, wo wir den hinsetzen. Hier machen wir das. So, pass auf. Ich brauche mal eine Schaufel. Oh, ich drücke immer I für Inventar. Es ist schrecklich, wenn man das so lange so gespielt hat. So, zack, zack. Das hier wird sozusagen die Rückwand. Die wird schon mal ausgestattet mit Holz. Und dann kommt jeweils hier auch Holz hin. So. Ja, das reicht ja schon fast. Dann machen wir nämlich so einen Eingang von hinten hier rein. So. Und dann machen wir...